Ja, und damit sage ich wieder Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Rennen der ACC Racing Liga hier im Kegelclub. Und wir steigen heute am Ende der Einführungsrunde ein, während sich die Fahrzeuge noch sortieren, damit ich hier noch schnell ein paar Dinge in eigener Sache loswerden kann. Zum einen solltet ihr im Hintergrund irgendwelches Hämmern oder Rasenmähergeräusche hören, bedankt euch bitte bei meinen Nachbarn. Ich habe mir gedacht, ich habe hier jetzt einen günstigen Moment für die Aufnahme erwischt. Aber wie das immer so ist, Murphy's Law, kaum hocke ich mich vor den Rechner, reißen die ihre Gartengeräte raus und fangen an, wie wild drauf loszuhämmern, zu sägen und zu dübeln. Ja, es lässt sich leider nicht immer ganz vermeiden, aber wir, denke ich, kriegen das über die Runde. Zu den Rennen selber, ihr seht's schon, das Kegelclub-Rennen hat jetzt eine Weile gedauert, bis das Video kommt. Und es wird auch leider im August nicht besser werden, geschuldet dem schönen Wetter, geschuldet einem Urlaub, der noch kommen wird. Und geschuldet der Tatsache, dass ich nicht alle Kegelclub-Rennen im Sommer selber mitfahren kann. Sprich, da werde ich dann auf den Didi angewiesen sein, dass der mir Material für die Videos zur Verfügung stellt. Und werde dann entsprechend zu den Rennen auch nicht viel sagen können. Und entsprechend werden dann die Videos, da ich teilweise auch nicht zu Hause bin, später kommen als gewohnt. Dafür vielleicht dann geballt alle auf einmal. Wir werden sehen, dass nur als kleine Vorwarnung und jetzt gehen wir aber rein. Wir sind schon mitten im Rennstart. Die Ampel ist auf grün gesprungen und wir gehen in die ersten Kurven. Zu meinem Rennen kann ich sagen, für mich war das Ganze ein gebrauchter Tag. Zum einen liegt mir die Strecke nicht besonders und zum anderen war einfach auch der ganze Tag irgendwie so gut, dass ich teilweise Rundenzeiten hatte, die ich letzte Saison im Regen gefahren bin, dann kann man sich es ungefähr vorstellen. Aber nichtsdestotrotz, wir konzentrieren uns auf die Highlights. Das Video ist insgesamt ein bisschen kürzer, während wir hier Wolfgang Zierlin im Duell mit Malte Heide sehen. Weil einfach auf der Strecke nicht so wahnsinnig viel passiert ist, muss man leider sagen. Es ist halt einfach so, dass man am Start so ein paar Positionierungskämpfe hat und sich im Laufe der ersten Runden dann das Feld über die Strecke verteilt und dann auch nicht mehr so viel passiert ist. Aber wir nehmen, was wir kriegen können, sehen hier Eike Böhm gegen Luis Lennart. Der Mustang lässt da den McLaren einfach mal den Berg hoch links liegen bzw. rechts stehen. Problemloser Überholvorgang. Und hier sehen wir Martin Herb, der ja neuerdings mit Mr. Herb angesprochen werden will, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, gegen Benedikt Greiben, der hier seine Position ebenfalls verliert, wenn auch nicht ganz so deutlich wie beim Überholvorgang davor. Team Spätzle Schaber, Yannick Zimmermann. Er auch gegen Wolfgang Zierlin zieht hier am Ende der Start- und Zielgeraden nach außen, kommt aber nicht vorbei. Probiert es dann nochmal innen. Ist in den SS wieder auf außen und da wird der Platz ein bisschen knapp. Und letzten Endes haben die beiden sich hier ein wenig behagt, ist aber nichts Schlimmeres passiert. Dann haben wir hier wieder Wolfgang Zierlin und Luis Lennart mit einem Ausritt ins Grün bzw. in den Sand, was den Überholvorgang natürlich deutlich einfacher macht. Und damit Wolfgang Zierlin auch nach vorne bringt. Und da gab es dann nochmal einen kleineren, unschönen Rempler. Und wir springen weiter. Timo Kaczmarek gegen Benedikt Greiben. Mittlerweile habe ich mich zwar immer noch nicht an die neue Lackierung gewöhnt,
aber die Nummer ist Gott sei Dank gut zu erkennen. Timo Gatschmarek mit der 888. Und hier sehen wir Jürgen Weiß gegen Martin Herb. Nicht ganz so deutlich Mustang gegen McLaren, wie wir das vorhin gesehen haben. Die beiden nebeneinander den Berg hoch und nebeneinander in die Kurve. Und letzten Endes auch fast nebeneinander in die Schikane. Kurz vor Start und Ziel. Jürgen Weiß hier zunächst zweiter Sieger, aber weiterhin im Vorwärtsgang und Angriffsmodus, und da hat er den günstigeren Kurvenradius und kann sich den Berg rauf letzten Endes. Schauen wir mal, ob es bis oben zur Kurve gelangt. Ich glaube schon. Ja doch, jetzt ist er eindeutig vorne. Dann haben wir hier Dennis Braun gegen Dan Fass. Meine Wenigkeit hier, nur schmückendes Beiwerk im Vordergrund. Runde 15. Ich glaube, dass die beiden da schon zum Überrunden ansetzen werden, sobald sie sich untereinander über die Position einig geworden sind. Und genau, ich denke, ich bin hier schon dabei, überrundet zu werden. Wie gesagt, nicht wirklich mein Rennen. Das hier hingegen tatsächlich noch ein Positionskampf gegen den Namensvetter Christian Riedl, der sich hier aber auch durchschieben kann, beziehungsweise ich auch nicht allzu viel Gegenwehr geleistet habe, weil der gute Mann einfach deutlich schneller war und an dem Tag gleich doppelt. Von dem her lassen wir ihn durch. Hier sehen wir Benedikt Geiben wieder gegen Martin alias Mr. Herb, der hier auch kurz mal den Sandstreifen küsst und daher klein beigeben muss. Und dann sind wir in Runde 20. Daniel Herzig gegen Didi Slow. Wir gehen schon langsam in die Endphase des Rennens, beziehungsweise auf das Rennende zu. Didi hier mit einem kurzen Ausflug ins Grün und dann letzten Endes mit dem ungünstigeren Radius in der Kurve. Da reicht dann die Strecke nicht mehr, wenn man bei voller Geschwindigkeit dagegen halten will. Deswegen noch ein zweiter kurzer Ausflug, der dann letzten Endes den Überholvorgang entschieden hat. Dann sehen wir hier Christian Riedl, der gerade an mir vorbeigefahren war, eine Position weiter vorne gegen Marco Schick. Und auch hier eindeutig auf der günstigeren Kurvenlinie vorbeigeschoben. Und ja, wie angekündigt, sind wir dann hier schon beim Rennende. Wir sehen Jürgen Weiß in der Schikane kurz vor der Durchfahrt Start und Ziel. Werfen einen Blick auf die Ergebnisse. Die sind jetzt leider nicht vollständig, da einige Ausgeschiedene schon den Server verlassen hatten. Wer das komplette Ergebnis sehen will, gerne auf der Homepage zum Nachlesen. Adresse wie immer in der Beschreibung. Da findet ihr dann auch die Gesamtstände und alles zu den anderen Ligen. Ich bedanke mich an der Stelle wie immer fürs Zuschauen. Wie gesagt, schauen wir mal, wie und wann ich die nächsten Videos schaffe oder ob es Anfang September ein August-Bundle gibt. Bis dahin, macht's gut, danke und ciao, ciao.